Moin, meine Freunde, und willkommen zurück zur nächsten Folge. Ihr seht das schon, wir haben eine Armbrust. Eine Armbrust, Gott verdammt nochmal, ich habe sehr viel dafür am Spinnrad erarbeiten müssen. Aber jetzt haben wir endlich eine Armbrust, die kostet 450. Ja, ich werde die nicht produzieren, um zu verkaufen, weil die braucht viel zu viele Ressourcen. Die braucht 12 Fäden, 2 Baumstämme, ein Leder und nochmal 4 Eisen. Das ist eine Menge. Das ist sie gar nicht wert. Die hätte 1000 oder so sein müssen. Und der Recurve-Bogen. Naja, ihr seht, die Haltbarkeit ist nicht so gut. Gewicht ist das gleiche, dasselbe. Gut, die benutzt Pfeile, Armbrust benutzt Bolzen. Bolzen sind wirklich sehr günstig. Eigentlich brauchst du nur Federn und Stöcke. Und für 10 Bolzen ein Eisen. Pfeile, Eisenpfeile sind viel teurer als die Bolzen. Also machen wir uns gar nicht so verkehrt damit. Guck mal hier, nur noch Lappen. Wir können hier niemand anständig mehr rekrutieren. Nur noch Lappen. Gut. Hier war eine, die konnte handeln. Scheinbar ist sie verstorben. Jetzt kann sie nicht mehr handeln. Ne, da ist sie mit einer Quest. Aber sie ist nicht daran interessiert. Die sitzt und schläft da. Okay, kann ich machen. Ich dachte mir, bevor wir die Bögen alle hier verkaufen, zeige ich euch einmal unsere neuen Außenposten. Handelsausposten. Guck mal, ein Handelsdepot direkt hier zwischen den beiden Dörfern. Da holen wir jetzt auch erstmal die 14 Hämmer. Denn es ist Hämmerteil. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Hier ist auch ein Lagerfeuer gewesen. Hier. Ihr seht, von dem Lagerfeuer ist nichts mehr über. Aber vielleicht könnten wir 6 Brennholz und 12 Steine. 6 Brennholz und 12 Steine. 6 Brennholz, das sind 2 Rundholz. Und 12 Steine. Kriegen wir irgendwie hin. So, ich craft mir schnell mal das Brennholz, das dauert jetzt nicht so lange. Und dann machen wir da ein kleines Steinlagerfeuer. So, Arbeiter sollen sich ja so zufrieden fühlen. So. Können wir dann hier später auch bestimmt Bänke und so drumherum stellen. Das hier so ein kleiner Außenposten. Guckt euch das an. Schick, oder? Oder? Ist das nicht schick? Boah, ich finde das nicht schick. So, Salz können wir verkaufen. Liegt ja nix. Habe ich viel zu viel Salz. Habe ich viel zu viel. So, ein Eisenhämmer. Guckt euch das an, wie viele Eisenhämmer wir haben. Nehmen wir mal 15. Ja gut, habe ich mir gedacht. Ein bisschen weniger, weil das Salz müssen wir auf jeden Fall loswerden. Aber die Eisenhämmer, die bringen viel mehr Geld. Okay, bring mir so viel Salz zurück, wie wir müssen. Ja. Da, 10 Eisen und... Da sind nämlich 2 Quests und mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden den einen Hammer oder einen Bogen geben müssen. Hoffentlich nicht den Bogen. Ich brauche die Erfahrung und da sind 3 verdammte Quests. Oder, ne, 3. Hier kriegen wir auch später die Schafe für die Wolle. Wolle ist wichtig. Wie können wir bessere Kleidung? So. Das sieht aus, als hätten die da hinten Speere. Was brauchst du? Ein starker Mann, das bin ich. Oh, was willst du haben? Bären und Fleisch, okay, verkackt. Bin mal im Winter Bären. Was brauchst du? Bewährter Kämpfer. Ja, mach mir. Nächtliches Geheule. Warte auf den nächsten. Oh, 6 Wölfe. Eine Fackel und Münzen. Gut. Oh, oh.
10 Leder und 5 Flachs. Oh, Flachs haben wir. Drüben im Lagerhaus. Ich gehe das mal eben holen. Salz. Oh je. Okay. Boah, wir holen mal eben das Flachs. Und wenn wir die Wölfe haben, dann haben wir auch genug Leder. Ah, nee, ich glaube, Wölfe geben Pelz. Ah, wir holen auch immer das Flachs. Ja, aber die will ja nicht mit uns reden, die Alte. Vielleicht wäre das sogar so ein easy Job gewesen, wisst ihr? Aber ich weiß, dass wir noch genug Flachs im Lager haben. Dort habe ich das nämlich geholt, um zu spinnen. Bald haben wir wieder genug Geld für die Steuern. Wie viel Steuern will er denn diesmal? 1800, ja, das wird ja nochmal dazukommen, nochmal 500 oder so. So, Flachs. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein! Warte mal, wo wir Flachs und Leder haben. Ja. Im Hauptlager. Warum kann ich keine Flachshalme nehmen? Ich muss doch sowieso. Oh, warte, wir können bei ihr bestimmt Flachs kaufen. Aber die will nicht mit uns reden. Oh mein Gott. Jesus, du Zicke, ey. Bababam, nicht mehr kinderfreundlich. Werbung gestrichen. So wäre das, wenn ich Werbung kriegen würde. Ach ja. Schon ein hartes Leben, das man macht. Wird. Ey, was meint ihr? Sollen wir mal Probeschuss machen? Mein erster Schuss mit Armbrust. Okay, das Laden dauert voll viel Ausdauer. Aber ich weiß, dass wir beim Zielen keine Ausdauer brauchen. Gut. Okay, gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Haben wir den gerade mit einem Schuss gekillt? Alter Schwede, ein Wiesn ist mit einem Schuss tot? Läuft bei dir, Mann. Läuft bei dir. Mit Eisenbolzen, hm? Die stärkste Waffe im Spiel mit der stärksten Munition. Nee, war kein Zufall. Ein Schuss, ein Treffer. Läuft, Baby. Okay, wir werden nur noch mit der Armbrust jagen gehen. Was war das denn jetzt? Na, no, nimm dein Steinmesser. Ich weiß nicht, ich will mir ein Eisenmesser nehmen. Kriegen wir dann eigentlich mehr Leder und mehr Pelz? Nur mal so gesponnen. Hol mir noch eben das Flachs hin, dann gehen wir zurück. Das wäre interessant. Können wir denn schon ein Eisenmesser? Ah, können wir. Dann wechseln wir das doch mal gegen ein Eisenmesser. Ich will sehen, ob wir... Und ob man die Eisenmesser besser verkaufen kann als die Eisenhammer. Dann lassen wir den doch Eisenmesser produzieren, nicht mehr Hammer. Das können wir direkt herausfinden. Jesus, wir sind ein One-Hit-Killer. Man nannte ihn Hitman. Ah. Können wir vielleicht auch irgendwann hier daraus eine Steinbrücke machen? Das würde besser zu unserem Dorf passen. Als diese billigen Holzbrücken. Flachs ist in der Scheune. Leder. Fleisch geben wir ab, das brauchen wir nicht. Das verfault dann nicht so schnell. Pelz brauchen wir auch nicht. So, was brauchen wir? 10 Leder?
10 Leder. 1, 2, 3, 4. 10 Leder. Und die 5 Flachs, dann laufen wir zurück. Bababam, Lagerstufe 3. Sieht schick aus. So. Mein Herr. Eiserne Waffen. Was haben wir denn hier? Das Messer braucht ein Stock, ein, zwei Eisen, ein Wollfaden. Ein Wollfaden. Ich werd bekloppt. Ich wusste, irgendwann mal werde ich einen einzigen Wollfaden brauchen. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Wollfaden gekauft. Und hab den in eine Truhe gelegt. Und das schon vor 5 Jahren. Gut, läuft. Machen wir mal ein Eisenmesser. Das wird ja eh nie kaputt gehen, weil wir es gar nicht benutzen. So, 2 Eisen, 1 Stock. Eigentlich, wenn wir Wolle haben, dann ist das das, was wir produzieren sollten. Gucken wir mal, ob der mehr einbringt als der Hammer. Können wir das Steinmesser verkaufen zusammen mit den anderen Hämmern? Stärker, schneller und leichter. Kostet 90. Ist das ein schlechter Scherz? Ey, das ist doch ein Witz, oder? Nee, lass mal stecken. Steinmesser geben wir ab. Können wir in die Jagdhütte reintun? Die bauen wir ja eh nächste Folge um. Ja, guck mal, da hatte ich gar kein Steinmesser. So. Die sind schmutzig. Von der ganzen Jagd. Ich komme noch nicht darauf klar. Dann töten wir auch einen Wolf mit einem Schuss. Wir werden aber später was für den Nahkampf brauchen. Safe. Bauen wir da was. Gott sei Dank gucke ich da nochmal hin. Hey, wäre mir fast so eine Flachse losgerannt. Haben die faulen Hunde denn hier gejäht? Hier war doch ein Feld mit Karotten. So, Weizen haben die ja überall angesetzt. Gut. Ungepflügt, ungepflügt. Das war cool. Und ist hier nichts für Karotten? Doch, eins. Das haben die aber nicht gemacht. Die haben da im Bett gelegen. Frauenhunde. Die sind jetzt immer noch nicht am Arbeiten. Und du musst sie immer kontrollieren, ne? Ne, machen die. Roggenkorn, Weizenkorn und Flachs. Können wir verkaufen, ne? Flachs. Leinsamen. Roggenkorn. Das gerottetes Essen aus, machen wir Dünger. Müssen wir nur noch warten. Wie sind wir wach? Weizenkorn, daraus können wir Mehl machen. Unheimlich viel Mehl. Roggenkorn können wir auch Mehl draus machen. Roggenmehl. So. Aber Flachs haben wir immer noch nicht mitgenommen. Sind wir bescheuert oder was? Mein Gott. So. Und für die anderen... Ja, Leute. Ich hätte den Zeiger auf 5 machen können. Aber das war schneller, 5 mal eben F zu drücken. Beziehungsweise 10 mal. Gehen wir schnell die Quest ab. Machen ein Nickerchen an unserem neuen Lagerfeuer. Und ziehen dann weiter von dann. Jesus. Und die andere wollte Bären. Wo soll ich denn im Winter Bären herholen? Mann, ey, 20 Dynastiepunkte gegeben. Bären halten sich nicht so lange. Ich hatte früher Bären in der Truhe. Die waren aber sofort verrottet. Das
Dass wir gleich mal gucken, wo wir so schnell Wölfe finden. Aber machen wir erstmal dann die Alvin-Quest und auf dem Weg dahin suchen wir Wölfe. Und wieder ein Bison. Jesus, wir müssen unserem Jäger einfach eine Armbrust geben. Ja, komm angerannt. Komm in deinen Tod. Ich find das so geil. Ein Schuss, ein Treffer. Und tot. Schick. So, es ist Nacht. Vielleicht ist sie mittlerweile aufgestanden. Ja, ist sie. Herrliche Tiere. Und wir wollen hier noch was verkaufen. Das Steinmesser oder auch nicht. Oh, die sind doch voll wertvoll, die Eisenbolzen. Können wir voll gut verkaufen. Kiofbogen 100, Armbrust 155. Pelzkapuze 105. Hm. Ich das nicht bräuchte, hä? Wie viel willst du denn getötet haben, hä? Nächtliche Jagd. Warte auf den nächsten Abend. Eiserner Speer. Hm. Und schlafen wir mal schnell. Hier sieht man doch, ich habe alles abgeholzt, um dieses verdammte Haus zu bauen. Da oben auf dem Berg waren überall Bäume. Ja, waren auch Bäume. Und da waren Bäume. Ja, das Haus hat viele, viele Punkte gebracht. So. Außerdem können wir jetzt immer überall schlafen, weil wir jetzt so kleine Lagerposten, Außenposten uns bauen. Und das Beste ist, das Feuer geht nicht weg. Sehr schön. Wir müssen schon mal dahin laufen, nehmen wir noch was zum Verkaufen mit, oder? So. Jetzt haben wir auf den nächsten Abend gewartet. Warte auf den nächsten Abend, okay. Kann man mal machen. Wahrscheinlich will die, dass ich 13 Bären töte oder so. Vollkommen krank. Zu viele ist, glaube ich, gar nicht gespielt. Glaube ich, pro Höhle 3 Bären oder 2. Ich habe nie mehr als 3 Bären pro Höhle gesehen. Eins nach dem anderen. Du kaufst erstmal von mir den ganzen Scheiß, den ich nicht haben möchte. Ah, 3. Auch schlechte Zeiten bei euch, ne, Amigo? Ja, Norbert, ich weiß, das ist Corona. Denn Corona, das läuft nicht so mit Preisen. Mit Geld. Was haben wir denn hier noch? Was habt ihr denn hier, Baby? Für dich. Wir haben eine Kapuze. Eine Kapuze. Die gibt 15 Kälte und die gibt 25 Kälte. Und außerdem ist die Pelzkapuze viel mehr wert als die normale Kapuze. So, gehen wir mal zu Alvin. Zum Herrn von Alvin. Die werden wir verlieren. Ich könnte ihm Fleisch geben, aber bringt mir auch nichts. Du kannst doch nirgendwo Bären kaufen. Das ist voll blöd gemacht. 6 Wölfe und was auch immer das hier wird. Also Leute, wenn ihr unterwegs einen Wolf seht, sagt Bescheid, dann schießen wir. Erst schießen, dann Fragen stellen. Ist immer so. Erst schießen, dann Fragen stellen. Wenn du so einen Energy-Drink oder sowas nehmen könntest. Ich glaube, es wird ja später Reiten geben. Ja, ich habe mir mal die Roadmap angeguckt. Also es wird auf jeden Fall Reiten geben. Vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht. Ich will das mal nicht...
Ey, warum läufst du weg? Oh, der hat den Schuss überlebt. Und jetzt ist er tot. Oh Mann, ein Bison. Ein Wiesent. So. Das ist ein Reh. Kriegen wir das auch gewonnen? Das wäre geil. Dann wird Jagen so einfach. Ich werde bekloppt. Ich habe den noch nicht mal richtig getroffen. Okay, der war daneben. Nicht schlimm. Die sind so gut. Die treffen wir ein zweites Mal. Was kommt auf mich zu? Boah, dieser Fuchs, ey. Boah, dieser Fuchs. Ich dachte, das wäre so ein Rhinoceros, was auf mich zurennt. Verdammter Fuchs. Kleiner, unschuldiger Fuchs. Na? Mein Kleiner. Bam! Genau in die Stirn. Aber die Bolzen... Oh doch, die bleiben... Guckt euch das an, wie schön ich getroffen habe. Und das Stein... Ja, jetzt habe ich das Jagdmesser. Gibt das mehr? 3 Leder, 4 Fleisch. Ne. Das Messer macht keinen Unterschied. Nur, dass es im Kampf länger hält, ne? Ist ja nicht schlimm. Wir haben jetzt alle Quests aktiviert. Für diese Jahreszeit. Weil ich arbeite noch daran, in die nächste Stufe zu kommen. Es ist nicht mehr viel. 123 Punkte brauchen wir noch. 123 Punkte. Mit den beiden Quests brauchen wir nur noch minus 55. Seht ihr, wir können den eingelegt lassen. Wenn wir jetzt aber die Armbrust einstecken, müssen wir wieder nachladen und das kostet Ausdauer. Weil ich stecke ja eigentlich gern die Waffen weg, wenn ich laufe. Okay, da kommt jetzt nichts mehr. Wir können halt schneller laufen, wenn wir die Armbrust nicht in der Hand haben. So, meine Freunde, während ich danach die Wölfe jage, gehe. Und taugen die noch was, die Leute von heute? Boah, ja, 6. Baby. Hey, Baby. Die gleiche Stärke. Also, das wusste ich noch gar nicht. Oh nein. Ah ja, das alte Problem. Wer kam zuerst? Das Huhn oder die Henne? Hä? Ich dachte immer, das wäre das Ei oder das Huhn. Aber okay, keine Sorge. Von Borovo. Ja. Du hast recht, ich kann es. Ich kann es. Natürlich werde ich dich besuchen. Eine Sense und eine Eisenhacke. Warte auf Ereignisse. Ist sie jetzt vollkommen abgeschlossen? Ja. Die Alvin-Quest ist damit vollkommen beendet.
Alvin Quest ist vorbei. Jetzt haben wir hier blödes Werkzeug, so eine Sichel und so eine blöde Hacke. Eisenhacke. Die Eisenhacke behalten wir. Sense, ich weiß noch nicht. Verkaufe ich die? Die wiegt 3. Hey Baby. Hier, ich muss mit dir handeln. Gib mir mal. Die Sense verkaufen wir. Die Eisenhammer verkaufen. Und der hat hier noch irgendwo so einen hässlichen Strohhut. Den verkaufen wir auch. Kein Schwein haben. Pelzkapuze verkaufen wir. Eigentlich können wir alles verkaufen, ne? Vielleicht werden wir gleich auch wieder mehr als genug haben. Gut, die Jacke werden wir erstmal behalten. Oder kriege ich hier bei der alten Bären. Ist das die alte? Ne, die hatte Samen. Hier bei den Hühnern? Du nicht. Du hast aber Eier. Das heißt, wenn ich nächstes Mal eine Eierquest habe, muss ich nur zu dir kommen. Läuft der hier gerade rum oder was? Ach, daneben ist noch eine. Die habe ich nicht gesehen. Ich war so fixiert auf den Mann. So, hast du Bärchen? Ich suche Bärchen. Keine Bärchen. Gut. Dann haben wir die Quest verloren. So Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich gehe jetzt auf Wolfsjagd, backe noch ein Brot in echt, in Real Life und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Toshi. Ciao!